Es sitzt sich hier, das werden Sie, werden Sie dann feststellen, es sitzt sich hier nicht schlecht, aber es ist doch ungewohnt. Auf jeden Fall scheint es dem Ambiente zu entsprechen. Nun ja, aber so viel vorweg. Wir befinden uns, wie gesagt, jetzt im ersten Block. Der erste Block ist der Historie gewidmet. Alexander Wendt und ich werden einen gemeinsamen Vortrag halten, in dem wir Ihnen vor allen Dingen, eben wie der Titel schon verrät, die Geschichte und Systematik der philosophisch-psychologischen Trans- und Interdisziplinarität nahebringen soll. Das ist verbunden damit, noch einmal die Frage zu reflektieren, die uns hier überhaupt hergebracht hat. Also wie kann philosophische Psychologie empirisch forschen? Diese Frage kann so aufgefasst werden als die Frage danach, ob die philosophische Psychologie überhaupt nach den Maßgaben oder zumindest der Art nach vergleichbar und anschlussfähig an den zeitgenössischen psychologischen Mainstream forschen kann. Das heißt kurz, man könnte auch sagen, die Frage ist, kann die philosophische Psychologie psychologisch forschen? Und in dieser Formulierung liegt natürlich die Nachfrage nahe, ist das nicht ein Pleonasmus, eine unnötige Verdoppelung? Ja? Ist das vielleicht sogar nicht viel mehr als ein spitzfindiges Philosophem, ja? Etwas, das man sich am Schreibtisch ausdenkt, aber das dann der Sache nach vielleicht gar nicht tragfähig ist? Unserer Meinung nach ist das nicht so. Wir halten das für die Grundfrage, eine der Grundfragen, die die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Philosophie, Psychologie schlechthin informiert und die beantwortet werden muss, wenn dieses Projekt gelingen soll. Grüß dich, Janis. Das heißt, es wird zu zeigen sein, dass hierdurch keine Spaltung erzeugt wird, die der Sache nach nicht da ist, und die Historie wird eben ein Mittel zur Verfügung stellen, durch das nachgewiesen werden kann, dass diese Spaltung tatsächlich auf Grundlage historischer Entwicklungsprozesse zustande gekommen ist. Die Rede ist die Spaltung zwischen Philosophie und Psychologie. Jedenfalls scheint es ja so zu sein, dass der Grundsinn dieser Frage auch einige von Ihnen hierher nach Köln geführt haben mag und Sie insofern nicht als spitzfindiges Philosophem oder unnötigen Pleonasmus wahrgenommen haben. Darüber bin ich froh. Wir wollen uns also noch einmal weiter auf diese Frage besinnen. Es geht um eine Frage, die danach, welche Form von Psychologie es verdienen könnte, wirklich philosophische Psychologie genannt zu werden. Und das bedeutet zugleich, dass sich hierin eine Unzufriedenheit mit den Optionen bekundet, die es derzeit zur Verfügung gibt. Konkret will ich das formulieren als die Frage nach dem Mehr. Also wir wollen mehr als bloß die altweise Mahnung, dass die Begriffsbestimmung, Wissenschaftstheorie oder Metaphysik unhintergehbar wären oder dass jede Form von Grundlagenreflexion, selbst wenn sie innerhalb einer Wissenschaft stattfinden würde, immer schon philosophisch sei. Das scheint zu wenig. In der anderen Richtung wollen wir aber zugleich mehr als eine Psychologie, die bereit zu sein scheint, ihre Lebensbedeutsamkeit zugunsten ihrer strikten Wissenschaftlichkeit preiszugeben und sich allzu zufrieden einem Methodismus, Dataismus, einen Begriff, den ich von dir kenne, Stefan Radev, einem Dataismus oder eben einem frühzeitigen Reflexionsabbruch hinzugeben. Also auch diese Seite psychologischer Forschung befriedigt nicht. Es geht hier um die Frage nach der Synthese, die ausgewiesene Sehnsuchts- oder Schicksalsfrage ist, der wir uns jetzt heute zuwenden wollen. Das heißt, es geht darum, eine Psychologie anzudenken, die nach heutigem Maß auch eine vollständige Psychologie sein kann, eine Psychologie, die die scheinbar entgegengesetzt anmutenden Pole einer fundamentalen und radikalen philosophischen Selbstbegründung und Bestimmung und den einer eigens hervorgebrachten empirischen Forschungstätigkeit in sich vereint. Es geht also, um es in einem Wort zu sagen, um eine maximalistische Psychologie. Es ist von vornherein klar, und das ist auch der Grund, weshalb das im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft durchgeführt wird, dass so eine maximalistische Psychologie nur als Kooperationsprojekt überhaupt denkbar ist. Das heißt, angesichts der Lage der Wissenschaften, so wie wir sie heute vorfinden, und dabei denke ich an Begriffe wie Spezialisierung und Expertise zu gewinnen, ist es kaum noch denkbar, die hierfür nötige Kompetenz, wenn man denn von State-of-the-Art-Kompetenz spricht, in einer einzigen Person vereint zu finden. Das heißt, es ist
von vornherein eine Frage, die auf die Wissenschaftsgemeinschaft verweist, ja, und deshalb in diesem Rahmen ausgehandelt werden soll. Vielleicht erinnern Sie sich, dass im Flyer der heutigen Tagung oder im Ankündigungsplakat, sollte man besser sagen, die Rede davon war, dass das Feld der Entscheidung, das ist ein Ausdruck, den man in Edmund Husserls Krisisschrift finden kann, das Feld der Entscheidung für diese Frage der methodologische Diskurs ist. Ja, die Frage danach, ob die philosophische Psychologie empirisch forschen kann, ist auch die Frage danach, ob die philosophische Psychologie dazu in der Lage ist, Methoden zu entwickeln oder sich der Methoden zu bedienen, die eben in die Empirie getragen werden können. Und jetzt ist es so, dass diese Frage im methodologischen Diskurs zu verorten uns dahin bringt, die historische Besinnung anzustoßen. Also wir fragen danach, wie diese methodologische Besinnung schon stattgefunden hat. Und da sehen wir, dass zunächst festzustellen ist, dass es eben ein inniges Verhältnis zwischen Theorie und Geschichte gibt, sodass es hier, dass wir hier uns des Vorteils bedienen wollen, dass eben eine theoriegeleitete Geschichtsauffassung identitätskonstituierend sein kann für eine sich erst im Entstehen befindende oder eben sich neu definieren wollende Forschungsart, so wie sie die philosophische Psychologie sein soll. Das heißt, wir wollen gleich von Anfang an dem Vorwurf begegnen, der seitens der Philosophen und Philosophinnen häufig an die Psychologie gemacht wird, nämlich, dass es sich hier um eine Geschichtsvergessenheit, um eine geschichtsvergessene Disziplin handeln würde oder eben, das ist die Kehrseite davon, um eine Disziplin, die einem blinden Fortschrittsoptimismus anheimgefallen wäre. So eine Auffassung wollen wir hier nicht vertreten und wir bedienen uns hier als Aufhänger eines Zitats des deutsch-amerikanischen Anthropologen George Junior Stocking. George Stocking reflektiert auf diese Lage, von der ich vorhin gesprochen habe, die Spezialisierung der Wissenschaften, die er verbindet mit der Diagnose einer Fragmentierung der Wissenschaften. Und Stocking gibt uns hier Rüstzeug zur Hand, um begreifen zu lernen, inwiefern eben eine historisch informierte Theoriebildung für die philosophische Psychologie von Vorteil sein kann und es eben nicht bloß darum geht, sich jetzt selbst zu gefallen in der archivaren Natur, die uns oftmals eben mehr philologisch als philosophisch arbeitenden Philosophen eignet und darüber hinaus eben auch Fragen der Zeit an der Geschichte besser zu verstehen oder gar beantworten zu können. Stocking schreibt hier: Perhaps one might generalize this argument in terms of the pre-paradigmatic state, the ahistorical orientation and the historically conditioned disciplinary fragmentation of the behavioral sciences, wozu er auch die Psychologie zählt in diesem Editorial. But because they have on the whole such notoriously short historical memories, the behavioral sciences of the present have very little awareness that their predecessors were in many instances asking questions and offering answers about problems which have by no means been closed. And because of the disciplinary fragmentation of approaches which were in the past often much more integrated, there may be fruits of interdisciplinary cooperation which are easily picked in the past as in the present. In short, there are in pre-paradigmatic situation tremendous problems of defining what the positive increments in our knowledge of human behaviors actually have been. There is also a tremendous field in which the seeker of serendipity may indulge himself. Ausschlaggebend für unsere Reflexion ist hier die Feststellung, dass es ein Verhältnis zu geben scheint, in der die Disziplinen, die heute fragmentiert und scheinbar wie unverbunden vor uns liegen, einstmals viel integrierter waren oder vielleicht sogar eben aus einer ursprünglichen Einheit herausgebrochen sind und dass gerade Fragen, wie wir sie heute stellen werden, die eben die Frage nach der interdisziplinären Kooperation oder nach der Reintegration betreffen, wichtige sachliche Hinweise an der Historie finden können, weil dort eben die Lage anders war. Diese Auffassung und eine der zentralen Referenzen von Stocking geht eben auf Herbert Butterfield zurück, einen Historiker, der etwa 30 Jahre, eine Wissenschaftlerkarrierengeneration vor Stocking, einen Unterschied
vorgetragen hat, den man als Präsentismus und Historizismus ausdrücken kann. Eine präsentistische Geschichtsauffassung nach Butterfield ist eine, die die Geschichte zum Zwecke der Glorifizierung der Gegenwart betrachtet. Dort sind solche Ansätze zu verorten, die man auch Whiggish nennen kann, die jedenfalls die Abfolge historischer Ereignisse als eine Kumulation begreift, die eine Richtung aufweist, und zwar die Richtung des Fortschritts hin zur Gegenwart und gewisserweise bloß vorbereitenden Charakter hatte für das, was heute nun geforscht wird. Demgegenüber steht das, was ich vorhin schon polemisch angedeutet habe, nämlich die historizistische Geschichtsauffassung, die die Vergangenheit um der Vergangenheit willen auffasst und sich eben damit begnügt, die historischen Zusammenhänge zu erschließen, oftmals, und das ist der Grund der Polemik, ohne sie dann rückzuvermitteln mit den drängenden Fragen der Gegenwart. Und Butterfields Antwort oder Aufforderung, der sich Stocking auch anschließt und übrigens auch Karl Friedrich Graumann, ist eben, dass es darum geht, eine Auffassung von Geschichte zu entwickeln, die die geschichtlichen Probleme zu unseren eigenen Problemen macht. Ja? Das heißt, es geht um eine Erneuerung geschichtlicher Fragen oder um eine Erneuerung von Fragen, die die philosophische Psychologie in ihrer Vergangenheit schon beschäftigt haben und um ihre Neubewertung anhand der Maßstäbe der Gegenwart. Es geht also kurz gesagt, wie schon vorhin angedeutet, um eine theoriegeleitete Geschichtsauffassung. Genau. Und die Frage, anhand der wir jetzt diesen Aufriss vornehmen wollen, ist eben die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Psychologie selbst. Wenn wir diese Frage stellen, sehen wir, dass diese Frage bis in die Antike und ins Mittelalter zurückverfolgt werden könnte, was nicht das Ziel des heutigen Vortrags sein kann, diese Rekonstruktion vorzunehmen, aber dass man sich im Stellen dieser Frage automatisch in guter Gesellschaft befindet. Ja. Zum Beispiel eben in der Gesellschaft Immanuel Kants. Und aus der Besinnung eben auf den Kontext der Fragestellung, die Kant vorgelegt hat, wird ersichtlich, dass die Frage nach dem Status der Wissenschaftlichkeit der Psychologie in der Geschichte zunächst als philosophische Frage artikuliert wurde. Ja. Das ist die Form von einem früheren Mehr an Integration, das Stocking vor Augen hatte. Ja. Ursprünglich war die Psychologie Teil der Philosophie, noch davor Teil der Theologie. Je nachdem, rationale und säkuläre Psychologie, muss man da eben unterscheiden. In jedem Fall ist klar, dass die Frage nach der Wissenschaftsfähigkeit von eminenter Bedeutung für die Philosophie als auch für die Psychologie ist. Und wenn wir jetzt uns gleich auf Kants Idee einlassen und sie diskutieren, wird wichtig sein zu sehen, dass diese Einschätzung Kants, der eben den Status der Psychologie als Wissenschaft in Frage stellt, von vornherein verweist auf einen Diskurs, den wir als Krisendiskurs ansprechen können. Ja, also die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Psychologie artikuliert sich mehr oder weniger von Anfang an als Frage nach ihrer Krise. Kant traut ihr die Selbstständigkeit als Wissenschaft nicht zu. Die Psychologie befindet sich folglich in so etwas wie einer Rechtfertigungskrise in seiner Auffassung. Schauen wir uns das einmal an, was Kant sagt. Noch weiter aber als selbst Chemie muss empirische Seelenlehre jederzeit von dem Range einer eigentlich so zu nennenden Naturwissenschaft entfernt bleiben. Erstlich, weil Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinnes und ihre Gesetze nicht anwendbar ist. Denn die reine innere Anschauung, in welcher die Seelenerscheinungen konstruiert werden sollen, ist die Zeit, die nur eine Dimension hat. Eine eigentliche Wissenschaft für Kant ist eine Wissenschaft, die a priori, und das bedeutet vor aller Erfahrung, verfahren kann und deren Erkenntnisse apodiktisch begründet sind. Das bedeutet, ihrem Status nach unanzweifelbar, notwendig und absolut gewiss. Dies wird im Bereich der Naturwissenschaften durch die Mathematik ermöglicht, in Kants Auffassung. Eine eigentliche Naturwissenschaft, ist also eine mathematisch fundierte Naturwissenschaft. Nun ist Kants Argument eben das, dass diese mathematische Fundierung für die Psychologie nicht anwendbar ist, da die mathematischen Verhältnisse auf den inneren Sinn nicht anwendbar sind, da dieser nur eine Dimension aufweist, nämlich die Dimension der Zeitlichkeit, nicht aber die der Räumlichkeit.
Es braucht aber eben diese beiden Dimensionen, um überhaupt so etwas vorzunehmen wie eine Messung, in der die eine auf die andere Dimension abgebildet wird, die eine Dimension festgestellt, die andere variiert werden kann. Dass diese grundlegende Voraussetzung wissenschaftlichen Verfahrens scheint in der Psychologie nicht gegeben zu sein. Des Weiteren merkt Kant an, dass, Zitat, sich in ihr das Mannigfaltige der inneren Beobachtung nur durch bloße Gedankenteilung voneinander absondern lässt, was zur die Implikation mit sich führt, dass die psychologischen Gegenstände introspektiv abgesondert werden können, aber eben als solche weder intersubjektiv zugänglich werden, noch eben der Variation zugänglich werden, die maßgebend ist für das Experiment. Ja? Die Manipulation der unabhängigen Untersuchungsvariable scheint hier nicht möglich zu sein, nach Kants Auffassung. Die Möglichkeit, die Kant für die Psychologie sieht, ist keine Wissenschaft im engen Sinn zu sein, sondern eben bloß eine sogenannte historisch-systematische Naturlehre des inneren Sinnes. Das bedeutet schlussendlich eine deskriptive Angelegenheit. Ja, die Psychologie kann bloß beschreibend verfahren. Kant grenzt sich also ab von der Auffassung, dass die Psychologie wissenschaftsfähig oder anders ausgedrückt unabhängig von der Philosophie sein könnte. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wird so eine Ausgrenzung gerne einmal auch als eine Herausforderung wahrgenommen. Und das hat sich im Verlauf der Geschichte eben so zugetragen, dass genau das geschehen ist, dass sich verschiedene Denker und Denkerinnen der Psychologie daran versucht haben, Kant zu widerlegen. Ja. Wenn ich jetzt diese Widerlegungsversuche gleich als einen der Punkte darstellen werde, die die Eckdaten für die Entwicklung, die gemeinsame Entwicklungsgeschichte von Philosophie und Psychologie betreffen, dann werde ich, wie eben vorhin schon angedeutet, den Begriff der Krise verwenden, um ihn zu nutzen, gewisserweise eben als ein gemeinsames Problem dieser Ansätze. Ja, wir sehen, die Psychologie beginnt in Kants Auffassung im Diskurs einer Rechtfertigungskrise. Es fällt nicht schwer, die Verbindung zum heute vermutlich am meisten diskutierten Diskurs der theoretischen Psychologie zu schlagen, der man entweder als Replikations- oder Theoriekrise anspricht. Die Psychologie und ihre Geschichte scheint strukturiert zu sein von aufeinander aufbauenden Krisendiskurse, die eben in einer inhaltlich verwobenen prozessualen Entwicklung auch stehen, die wir jetzt kurz nachvollziehen wollen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Institutionalisierung der Psychologie, anders als man es manchmal erzählt bekommt, nicht so sehr als eine theoretische Emanzipation von der Philosophie aufgefasst werden kann, zumindest wenn man das im deutschsprachigen Raum betrachtet. Der Psychologiehistoriker Horst Gundlach weist darauf hin, dass die Institutionalisierung der Psychologie auf eine Studienplanänderung, ein Curricularreskript, zurückgeht, das 1824 in Kraft getreten ist, wo es eben heißt, Zitat, die Königliche Wissenschaftliche Prüfungskommission wird hierdurch angewiesen, die Prüfung des Schulamtskandidaten auch auf die Kenntnisse derselben in der Philosophie und namentlich in der Logik und Metaphysik sowie in der Psychologie und in der Geschichte der Philosophie auszudehnen. Die Psychologie wird institutionalisiert im Rahmen eines Auftrags, Lehramtskandidaten für den Gymnasialunterricht auszubilden. Die Psychologie institutionalisiert sich also zunächst an den philosophischen Fakultäten. Psychologie wird unterrichtet durch Philosophen und Philosophinnen und hat von Anfang an eben nicht diesen hehren Impetus einer theoretischen Emanzipation, das ist Gundlachs Argument, sondern ist von Anfang an eine Anwendungsperspektive. Ihr theoretischer Diskurs im Sinne moderner Wissenschaftlichkeit entwickelt sich erst später. Ja? Die Psychologie entwickelt sich von der Anwendung heraus hin in die Wissenschaft. Hinzu kommt, dass beginnend mit den 1830er Jahren, man setzt das entweder bis 1860 an, manche auch bis 1900, die Philosophie selbst in eine Rechtfertigungskrise gelangt. Ja? Paradigmatisch wird das gerne veranschaulicht am Tod einiger großer Denker. Zum Beispiel stirbt Hegel 1831 und kurz darauf oder etwa zeitgleich eben auch Goethe
und Schleiermacher. Was so wahrgenommen wird, das kann man dem Nachrufen auf diese Denker entnehmen, dass mit ihnen der Geist aus der Deutschen Akademie herausstirbt und die Philosophie eben ihre Kompetenzen einbüßt. Es ist diese Zeit, die beispielsweise von Ortega y Gasset, dem spanischsprachigen Philosophen, einmal als eine dunkle Epoche bezeichnet wird. Ich lese Ihnen einen Satz vor. In the period between 1840 and 1900, humanity traveled an intellectual road that was the least favorable of all epochs for philosophy. It was an anti-philosophical age. Der polnische Neukantianer, ein Vertreter des Marburger Neukantianismus, Dardakiewicz, schreibt zum Beginn seines Bandes über die Geschichte der Philosophie, dass, Zitat, gesagt werden muss, dass die Periode von 1830 bis 60 keine Blütezeit der Philosophie war. Im Gegenteil hat ihr Interesse nach der Enttäuschung durch die metaphysischen Systeme am Anfang des Jahrhunderts nachgelassen, sodass die Wissenschaftler insgesamt ihre Köpfe in eine andere Richtung gedreht haben. Es ist diese Zeit, in der sich nicht nur die Psychologie, sondern eine ganze Reihe von Spezialwissenschaften von der Philosophie emanzipieren und eben ihrerseits eigene Erfolge feiern. Das heißt, die Psychologie ist hier zu begreifen als eine von der Philosophie abbrechende Wissenschaft unter anderen von ihr abbrechenden Wissenschaften. Und das zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass Philosophie jetzt nicht mehr, wie Benedka und Wieser argumentieren, als Philosophie unterrichtet wird oder Philosophen nicht mehr so sehr philosophisch arbeiten, sondern sie sich entweder der philologischen Methoden bedienen oder eben der experimentellen Methoden. Das heißt, es kommt hier zu einer methodischen Neuausrichtung innerhalb der Philosophie, die zusammenfällt mit dem, was beispielsweise Dilthey als einen methodologischen Dualismus artikuliert hat. Das heißt, ein Unterschied zwischen Natur- und geisteswissenschaftlicher Arbeitsweise oder eben auch ein Unterschied, der zu nicht ganz parallel stellenden Dichotomie geordnet werden kann von Wilhelm Windelband, dem Neukantianer, zwischen ideografischen und nomothetischen Wissenschaften. Gleichzeitig kommt es in dieser Zeit zu einem Rekonsolidierungsdiskurs innerhalb der Philosophie, die sich ihrer Krise bewusst war. Ja? Und dieser Rekonsolidierungsdiskurs findet seinen paradigmatischen Ausdruck, wenn man Margret Kaiser-El-Safdi, die ja auch ein Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft ist, Glauben schenken darf. Sie findet ihren paradigmatischen Ausdruck im Psychologismusvorwurf. Ja. Was die verschiedenen, in sich heterogenen philosophischen Positionen der Zeit vereint, ist, dass sie sich allesamt gegen die neu sich entwickelnde Psychologie oder die anderen Wissenschaften, die Anthropologie, wenden und ihnen eben diesen Vorwurf machen, dass sie das Geltungsgebiet psychologischer Aussagen überstrecken, ja, im schlimmsten Fall bis hin zu der Gültigkeit logischer Gesetzmäßigkeiten, die in ihrem idealen, notwendigen Zusammenhang dadurch in Frage gestellt werden. Parallel, aber eben nicht davon unabhängig, entwickelt sich eben die Eigenständigkeit der Psychologie, die aufgefasst werden kann, natürlich unter verschiedenen Perspektiven, aber jetzt für unsere Zwecke, auch als eine Widerlegung von Kants Kritik. Ja, und das ist die Reihe von Herbart, der schon 1816 Kants Einwurf zurückweist und ihr seine mathematische Psychologie entgegenstellt, bis Gustav Fechner, der mit seiner Psychophysik erstmals auch gesetzmäßige Aussagen über psychologische Zusammenhänge vorlegt und damit für in den Augen eben vieler die systematische Grundlage für eine experimentell verfahrende Psychologie vorlegt, bis hin zu Wilhelm Wundt mit seiner berühmten Laborgründung in Leipzig. Das Selbstverständnis der Psychologie ist ja häufig dieses, das wissen Sie, wenn Sie selbst eine Einführungsvorlesung in Psychologie einmal besucht haben, dass die Geschichte der Psychologie mit der Laborgründung durch Wilhelm Wundt beginnt. Der Sinn dieser Aufschlüsselung ist jetzt eben anzuzeigen, dass diese Laborgründung nicht aus dem Himmel gefallen ist, sondern Produkt einer kontinuierlichen Entwicklung war und eben auch auf einen Problemdruck der Zeit antwortete. Ja? Aber die maßgebende Widerlegung, und da folge ich Gianfranco Soldati in seiner Ausführung, fand eben durch Gustav Fechner statt. Fechner legt mit seiner Weber-Fechner-Formel ein Gesetz vor, das es gestattet, die Reizintensität auf die Empfindungsintensität mit mathematischer Genauigkeit abzubilden,
nämlich als logarithmischen Zusammenhang, sodass man feststellt, dass die gerade noch merklichen Unterschiede in einer zunehmenden Reizintensität mit der Zunahme dieser Intensität allmählich abnehmen. Ja? Also je höher die Unterschiede, desto schwieriger wird es auch für die Versuchspersonen, kleine Unterschiede zu bemerken und sie wahrzunehmen. Für Fechner, der ein Identitätstheoretiker war, ist wichtig, dass dieses Gesetz nicht als kausales Gesetz aufgefasst werden darf. Man könnte sogar sagen, dass die Reitstärke, die Empfindungsstärke so wenig verursacht, wie der Uhrzeiger und sein Fortschreiten, das Verstreichen der Zeit verursacht. Da er eben Identitätstheoretiker ist, fasst er beide Prozesse als zwei Seiten derselben Medaille auf. Ja? Also die Zunahme der Reizintensität ist identisch mit der Zunahme der Empfindungsintensität seiner Ansicht nach. Und das ist die Annahme, dieser strenge Parallelismus oder diese Korrelation ist der Grund dafür, weshalb sein Ansatz als eine Überwindung Kants Kritik aufgefasst werden kann, weil Fechner mit seinem Gesetz keine Mathematik des inneren Sinnes vorschlägt, sondern eine der Reizintensität, die eben in einem Korrelationsverhältnis zur Empfindungsintensität steht. Was allerdings fallen gelassen werden muss, ist, dass, wie Kant es verlangt, die Gesetze der Naturwissenschaften a priori rein und notwendig entwickelt werden müssen. Es handelt sich hier eben auch um ein Gesetz, das in der empirischen Arbeit zutage gefördert worden ist. Von 1880 an kommt es dann zu einer explosionsartigen Entwicklung, die sich in einem vermehrten Interesse an experimenteller Psychologie ausdrückt. Also in der Zeit von 1880 bis 1925 kommt es an 30 deutschsprachigen Universitäten zu Institutsgründungen für experimentelle Psychologie, sowie in derselben Zeit werden 60 deutschsprachige Zeitschriften und Verlagsreihen gegründet, ein Drittel davon exklusiv für die experimentelle Psychologie. Dazu zählen, wie man beim Wiener Wissenschaftssoziologen Martin Kusch nachlesen kann, zum Beispiel die von Wilhelm Wundt 81 gegründeten philosophischen Studien, die ab 1906 als psychologische Studien laufen, oder von Ebbinghaus die Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Das heißt, hier haben wir es mit einer immensen Erstarkung der Psychologie zu tun, die sich mit der, so stelle ich Ihnen das jetzt dar, es ist natürlich komplexer, die sich mit der Überwindung Kants Einwurf konsolidiert, aus der Phase des der Rechtfertigungskrise herausbewegt und eben einen Aufbaudiskurs führt. Ja? Sie erstarkt und erstarkt auch in ihrem Selbstverständnis und Anspruch. Darauf reagiert die Philosophie, insbesondere mit der 1930 veröffentlichten Kundgebung zugunsten der Erhaltung philosophischer Lehrstühle, die kurz auch als Lehrstuhlstreit angesprochen werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Dokument, das von 107 Professoren und Professorinnen des deutschsprachigen Raumes unterzeichnet worden ist und vor allen Dingen antwortet auf die Lage darauf, dass immer mehr philosophische Lehrstühle durch experimentell arbeitende Psychologen und Psychologinnen besetzt worden sind. Das Fass war sozusagen übervoll in dem Moment, als Ernst Jentsch in Erwägung gezogen wurde als Nachfolger für den Marburger Lehrstuhl des Neukantianers Hermann Cohen. Das ging den Philosophen zu weit und sie setzen sich zur Wehr, fordern quasi, dass für jeden so besetzten Lehrstuhl durch einen Psychologen ein weiterer geschaffen werden soll, der dann durch einen Philosophen oder eine Philosophin zu besetzen sei. Man kann sich vorstellen, gerade aus dem akademischen Selbstverständnis der heutigen Philosophie, dass das akademische Selbstbewusstsein der damaligen Philosophen ganz anders aufgestellt sein musste und dass die Philosophie dort eben auch in der Lage war, die souveränste aller Disziplinen zu sein, um sich so etwas auch herausnehmen zu können. Nicht wahr? Auf der Seite der Psychologie führte das zu großen Beunruhigungen, die ebenso exemplarisch veranschaulicht können werden durch die 1913 erschienene Schrift von Wilhelm Wundt, unserem großen Gründungsvater, Die Psychologie im Kampf ums Dasein. In dieser Schrift argumentiert Wundt dafür, dass die Psychologie doch bitte nicht aus der Philosophie ausgegliedert werden solle, denn, das ist seine Sorge, sie könne diesem Kampf ums Dasein womöglich nicht bestehen. Ja. Sein Vorschlag stattdessen ist, die Psychologie als dritten Pfeiler in der Philosophie zu implementieren. Neben der theoretischen und der historischen Philosophie soll die Psychologie das dritte Standbein sein. Sein Argument ist,
Ohnehin sind schon 2/3 aller psychologisch veröffentlichten Arbeiten von eminent philosophischem Interesse. Dieser Krisendiskurs, der sich bei Wundt hier ausdrückt, wurde zuerst benannt durch Rudolf Willi, der von einer chronischen Krise der Psychologie sprach und damit die entgegengesetzte Richtung bezeichnen wollte zu derjenigen, von der Wundt sprach. Für Willi sind es diejenigen Psychologen und Psychologinnen, die zurück wollen zu den alten idealistischen Systemen, die die Angliederung an die Philosophie wünschen, die Grund sind für die andauernde krisenhafte Stimmung an der Psychologie. Er bezeichnet sie aufgrund dieser Angst vorm Daseinkampf auch, Zitat, als Muttersöhnchen. Ebenso wird dieser Diskurs der Krise dann noch einmal etwas souveräner ausgetragen und eben auch federführend geprägt durch Karl Bühler, den großen Wiener Philosophen, der diesen Krisendiskurs, der bei Wundt und Willi ja als Verfallskrise ausgedrückt wird, als die Sorge, ob die Psychologie das schaffen kann, wird bei Wundt bei Bühler neu geprägt, indem er die Rede von der Struktur- oder der Aufbaukrise eben prägt. Die Idee ist ja die, dass sich in der Psychologie im frühen 20. Jahrhundert eine derartige Vielzahl fruchtbarer Ansätze vorfindet, dass eine Integration noch gar nicht geleistet worden sein konnte und dass diese Pluralität der Standpunkte zum einen wünschenswert ist, weil sie Ausdruck des Aufbaus der Psychologie ist, zum anderen aber eben auch einer Struktur der Psychologie als Wissenschaft selbst entsprechen könnte, die vielleicht eben gar nicht so einheitlich ist, wie man es von anderen Wissenschaften her kennt. Das heißt, hier liegt auch die Idee einer Eigengesetzlichkeit der Psychologie angedacht. Dieser Streit kann auch als Streit, also dieser Diskurs um die Aufbau- oder Strukturkrise der Psychologie, kann auch als Streit über die Anzahl der Psychologien artikuliert werden. Und in der Tat wird dieser Diskurs so geführt. Ja, es finden sich alle logisch denkbaren Positionen. So argumentiert beispielsweise Wilhelm Windelband dafür, dass die Psychologie vielleicht doch philosophischer sei, als ihr lieb ist, da sie sich in der Lage zu befinden scheint, die für die Philosophie typisch ist, nämlich, dass sie mit jeder Forscherinnengeneration von neuem beginnen muss. Demgegenüber argumentiert Ebbinghaus dafür, dass es nur eine Psychologie geben kann, der aktuelle Stand der Forschung aber offensichtlich zutage bringt oder fördert, dass diese Konstitution als einheitliche Wissenschaft noch nicht vorgelegt worden ist. Lev Vygotsky, der russische Psychologe, argumentiert dafür, dass der Dualismus wesentlich ist für die Psychologie. Grundsätzlicher als die Idee der einen Psychologie ist nach ihm die Idee der zwei Psychologien. Eine materialistisch in seiner Sprache, eine spiritualistisch. Oder eben, wie wir vorhin schon es kennengelernt haben, natur-, geisteswissenschaftlich, nomothetisch, ideografisch. Nicht? Also diese Zweiheit scheint maßgebend zu sein nach Vygotsky für die Psychologie. Des Weiteren, um den logischen Raum sozusagen zu komplettieren, ist der Hinweis erforderlich auf Binswanger, der von vielen Psychologien spricht, ein Ausdruck, der sich auch im zeitgenössischen Diskurs wiederfindet, etwa in der Rede von den Psychological Studies. Ja. Also es ist hier so, dass die Psychologie in sich einen pluralen und heterogenen Krisendiskurs führt, der maßgebend ist für ihre Konstitution als Wissenschaft. Eine übliche Erzählung ist es, dass sich die Psychologie aus einer Reihe von kuhnianischen Revolutionen entwickelt hat. Ja. Das ist meines Erachtens eine ausgesprochen krude und auch problematische Charakterisierung des Zusammenhanges. Aber die Geschichte geht wieso. Sie wird in der Literatur manchmal als The American Myth of the Revolutions angesprochen. Die Geschichte geht so. Auf Wundts und Titcheners Strukturalismus folgt in der Jahrhundertwende oder in den 1910ern eine Überwindung zugunsten des Behaviorismus, der in den 50ern zugunsten des Kognitivismus überwunden wird. Beide Male handelt es sich um eine wissenschaftliche Revolution, um einen Paradigmenwechsel. Das Paradigma des Kognitivismus soll bis heute bestehen. So geht die Geschichte. Warum ist das problematisch? Nun, weil nach Kuhns eigener Auffassung es fragwürdig ist, ob der Paradigmenbegriff überhaupt auf die Psychologie angewandt werden kann. Wie wir gesehen haben, war der Diskurs der Psychologie von Anfang an und fortwährend ein Krisendiskurs. Man könnte also sagen, dass der
Diskurs der Psychologie immer in der präparadigmatischen Phase hängen geblieben ist. Also ein Paradigmenwechsel logisch sinnlos wäre. Das ist eine Problematik dieser Erzählung. Dennoch ist sie hilfreich, um auch das Selbstverständnis der zeitgenössischen Psychologie anzudeuten, die sich eben in der Tat als kognitivistische Psychologie auffasst. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem ich den Übergang schaffe. Das kognitivistische Paradigma, das eben bis heute fortbesteht, ist eines, dass sich diese Frage nach Kant, die Kant eben gestellt hat, ob eine a priorische, apodiktische Fundierung der Psychologie durch ihre mathematisch-experimentelle Grundlegung möglich ist, nicht mehr stellt. Ja. Diese Frage gilt als beantwortet. Das ist die Frage, deren Beantwortung als eine Ermöglichungsbedingung dieses Diskurses angesehen werden kann. Hier taucht die Frage nach der Philosophie allerdings auf, und zwar dezidiert als Frage nach der Inter- und Transdisziplinarität. Wo Kant versucht hat, den psychologischen Diskurs, also die Frage nach ihrer Wissenschaftlichkeit, als eine Frage zu behandeln, die einen Teilbereich der Philosophie betrifft, die sich selbst als umfassendere Disziplin auffasst, tritt die Frage nach dem Zusammenhang heute immer wieder auch als Frage nach einer interdisziplinären Kooperation einander gleichgestellter Disziplinen zutage und auf. Und das ist das, worauf wir jetzt eben im nächsten Teil des Vortrages zu sprechen kommen wollen, wie diese Inter- und Transdisziplinarität des philosophisch-psychologischen Diskurses zu verstehen ist, da sie eben die Schicksalsfrage betrifft, von der ich eingangs gesprochen habe, wie diese philosophische Psychologie denn nun möglich sein soll, die eben auch empirisch verfährt. Wichtig ist, dass wir gesehen haben, dass auf Grundlage dieses diskursiven Mediums des Krisenbegriffes es möglich ist, hier eine kontinuierliche Reihe nachzuzeichnen, die alle diese historischen Diskurse in ihrer Relevanz für die zeitgenössischen mit erschließt. Ja, wir machen die Probleme der Vergangenheit zu unseren eigenen Problemen. Oder anders ausgedrückt, wir sehen, dass die Probleme, an denen wir heute arbeiten, eben dieselben sind. Ja, es gibt eben diesen überzeitlichen Charakter der Psychologie. Und damit kann man eben auch mit Karl Friedrich Gaumann feststellen, dass eine geschichtliche Auffassung der Psychologie, so wie sie eben vorgenommen worden ist, sich nicht damit begnügen sollte, eine operationale Definition der Psychologie vorzulegen. Zitat: Psychologie ist, was Psychologen tun. Und weiter Graumann: Aber die Frage, was sie tun, bleibt. Das heißt, die systematische Frage danach, was die Psychologie überhaupt ist, kann auch in der historischen Betrachtung nicht entbehrt werden. Ich hoffe, dass ich das nachgezeichnet habe. Wenden wir uns der Inter- und Transdisziplinarität zu. Dazu halte ich mich kurz, weil das der Hauptteil des Vortrages von Alexander Wendt sein wird, den er Ihnen gleich im größeren Detail darbieten wird. Wie gesehen, sehen wir, dass die Frage nach der Kooperation heute die Frage ist, der sich der philosophisch-psychologische Diskurs eben zu stellen hat. Und als solch ein Diskurs, das werden wir sehen und das werden wir sicher auch im Verlauf dieser Tagung am eigenen Leib erfahren, ist die Herausforderung dabei ist, eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, weil es eben so sein wird und immer auch so ist, dass diese Dialoge, die das aufeinander zubewegen, zweier eben heute disparater Disziplinen betreffen, mit der Abgleichung verschiedener diskursiver Praktiken verbunden sind, auch mit der Abgleichung des Bedeutungsgehaltes geteilter Problemfelder. Ja. Man sieht eben, dass es einen thematischen Bereich gibt, der sich im zeitgenössischen Diskurs für die Psychologie wie auch für die Philosophie überschneidet. Mit Gundlach kann man einen Unterschied aufmachen zwischen Disziplinen oder Fächern und ihren Gebieten. Ja, also der Disziplin auf der einen Seite, das ist das, was gemäß der Institution stattfindet, also konkret gesagt das, was in den psychologischen Laboratorien oder an den Instituten stattfindet, das wäre die Disziplin der Psychologie. Das Gegenstandsgebiet der Psychologie ist aber weiter und ist eben auch eines, das von der Philosophie mitbestellt wird und vice versa. Das philosophische Gegenstandsfeld wird von der Psychologie mitbestellt. Die Frage, die wir uns heute stellen oder im Verlauf dieser Tagung eben stellen wollen, ist, wie funktioniert das am besten? Also wo liegt das Feld genau und wie beackern wir es, sodass wir reiche Früchte ernten können? Ja. Und die Idee ist hier eben die, dass dazu eine gelungene Inter- und Transdisziplinarität erforderlich ist. Ich lese Ihnen eine Bestimmung von Jürgen Mittelstraß vor.
Bestimmte Probleme entziehen sich dem Zugriff einzelner Disziplinen, einer einzelnen Disziplin. Es gibt, und nicht nur bezogen auf derartige Stichworte, eine Asymmetrie von Problementwicklungen und disziplinären Entwicklungen. Und diese vergrößert sich noch dadurch, dass die disziplinären und Fachentwicklungen durch wachsende Spezialisierung bestimmt werden. Das aber bedeutet, dass es unter der in dieser Situation beschworenen Interdisziplinarität auch nicht um ein modisches Ritual geht, sondern um Zwänge, die sich durch die Problementwicklung selbst stellen. Wenn uns die Probleme, wissenschaftliche wie außerwissenschaftliche, nicht den Gefallen tun, sich selbst disziplinär oder gar fachlich zu definieren, dann bedarf es eben besonderer Anstrengungen, die in der Regel aus den Fächern oder Disziplinen herausführen. Mit anderen Worten, ganz gleich, in welchem Sinne hier Interdisziplinarität verstanden wird, als Interdisziplinarität, die größere disziplinäre Orientierungen wiederherstellt oder tatsächliche Erweiterung des Erkenntnisinteresses innerhalb von Fächern und Disziplinen und über Fächer und Disziplinen hinweg, eines dürfte klar sein. Interdisziplinarität im recht verstandenen Sinne geht nicht zwischen den Fächern oder den Disziplinen hin und her oder schwebt dem absoluten Geist nahe über den Fächern und den Disziplinen. Sie hebt vielmehr fachliche und disziplinäre Engführungen, wo diese der Problementwicklung und einem entsprechenden Forschungshandeln im Wege stehen, wieder auf. Sie ist in Wahrheit Transdisziplinarität. Die gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für Mittelstraß transdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt Zusammenarbeit an, um Gundlachs Unterscheidung zu bemühen, Gegenstandsgebieten, die eben über die disziplinären Fachgrenzen hinausführen. Das heißt, wenn man es sich als Venn-Diagramm vorstellt, geht es nicht nur darum, den sich überschneidenden Bereich zu identifizieren, wo quasi Business as usual betrieben werden könnte. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, eine normalwissenschaftlich verfahrende Psychologie, wenn sie den paradigmatischen Status nach Kuhn hätte, würde mit einer normalwissenschaftlich verfahrenden Philosophie kooperieren, dort, wo sie sich eben überschneiden. Nein, darum geht es eben nicht, sondern, und das ist Mittelstraß wichtiger Punkt, es gilt dieser Asymmetrie der Entwicklung Rechnung zu tragen. Auf der einen Seite die Entwicklung der Disziplinen, auf der anderen Seite die Entwicklung ihrer Probleme. Die Probleme, an denen wir uns ausrichten und die unsere Theorien behandeln sollen, kümmern sich nicht um Fachgrenzen. Dementsprechend müssen wir die Fachgrenzen anpassen, wenn wir uns auf dieses Unterfangen einlassen wollen. Der Punkt, den ich Ihnen heute habe vermitteln wollen, war, dass eine geschichtliche Besinnung hierbei überaus nützlich sein kann. So viel von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Du kannst gerne den Thron haben. Jetzt erfolgt ein kleiner Stilbruch, und das ist sicherlich auch ein entscheidendes Indiz für die Gruppe, die hier versammelt ist, dass wir im Teil, den wir eben hören durften, vielleicht eine größere Vertrautheit unter den Philosophinnen und Philosophen vorfinden, und der Teil, der nun in meiner Hälfte beginnt, den anwesenden Psychologinnen und Psychologen vielleicht etwas vertrauter sein mag. Das Projekt der Transdisziplinarität ist nun aber, das zusammenzubringen und nicht die beiden Teile unverbunden nebeneinander zu sehen. Aus meiner Perspektive stellt sich die Ausgangslage so dar. Ich möchte sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, über die Entstehung und die Bedeutung von Disziplinen zu sprechen. Soziologisch kann man das beschreiben als einen Differenzierungsprozess, und darüber hat Hannes gerade gesprochen. Die historische Entwicklung zeigt, dass sich hier das Wissenschaftssystem verändert hat. So würde das zum Beispiel Niklas Luhmann sagen. In der Wissenschaft der Gesellschaft, in diesem Buch schreibt er davon, dass es die Differenzierung und die Redundanzen der Wissenschaft sind, die Disziplinierung soziologisch erzwingen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist die philosophische. Zum Beispiel würde Edmund Husserl sagen, dass Disziplinen entstehen, weil es formal ontologische Gegenstände, Bereiche gibt, die es eben erzwingen, dass sie erforscht werden.
Das sei etwa die Natur, aber es sei auch der Geist auf der anderen Seite. Diese Hintergründe möchte ich jetzt auf der philosophischen Seite zurücklassen. Das heißt, jetzt gibt es einen Stilbruch und die Perspektive, mit der ich jetzt in die Frage nach der Trans- und Interdisziplinarität gehen möchte, ist eine scientometrische. Was ist Scientometrie? Scientometrie ist eine Beschreibung von wissenschaftlichen Prozessen und Strukturen. Und das ist mir wichtig, diese beiden Begriffe nebeneinander zu stellen. Prozesse im Sinne einer empirischen Entwicklung, einer Entstehung, die wir historisch und soziologisch nachvollziehen können. Die Strukturen aber eben gerade auch dasjenige, was den Aufbau der Disziplinen ausmacht. Und im Folgenden möchte ich Ihnen jetzt anhand einiger scientometrischer Befunde zeigen, wie wir uns die Interdisziplinarität und Transdisziplinarität von Philosophie und Psychologie konkret darstellen können, wie wir sie auffassen können, wie wir sie begreifen können. Und da begreife ich uns jetzt hier anwesend als eine entstehende Interessengemeinschaft. Das heißt, ich will Sie nicht versuchen zu überzeugen, weswegen dieser Austausch wertvoll sei, sondern setze das voraus und möchte einfach mal konkret anzeigen, was es da für Perspektiven gibt oder besser gesagt, wie man das Feld erschließen kann, das Diskursfeld erschließen kann, in dem diese Interdisziplinarität stattfinden kann. Und deswegen möchte ich aus einer scientometrischen Perspektive erst einmal über Interdisziplinarität schlechthin sprechen. Es ist sicherlich kein Wunder und es ist auch keine Neuigkeit, dass Interdisziplinarität in den letzten Jahrzehnten ein Hot Topic ist, ein Geschehnis in den Wissenschaften, das Bahn bricht und das im Aufsteigen begriffen ist. Das lässt sich eben auch empirisch beschreiben. Hier haben wir eine beispielhafte Untersuchung schon aus den frühen 90er Jahren, in dem das Journal untersucht wird mit dem Titel, also der Journalname ist The Philosophical Transaction of Royal Society of London, und hier wird über ein Jahrhundert nachvollzogen, wie sich die Proportionen zwischen verschiedenen Artikelklassen verhalten. Auf der einen Seite sehen wir eben monodisziplinäre Artikel, auf der anderen Seite interdisziplinäre Artikel, an denen zwei oder mehr Disziplinen beteiligt sind. Und es ist tatsächlich kein bahnbrechender Befund, aber vielleicht in den 90er Jahren schon eher, dass es hier eine steigende Tendenz gibt. In der linken Grafik sehen Sie hier einen gemittelten Anteil, in dem sich zwischen dem Jahr 1900 und 1990 der Anteil von interdisziplinären Arbeiten von 20% auf 40% der Artikel in diesem Heft, in diesem Journal erhöht. Das heißt, es ist erstmal ein Tatbestand, dass Interdisziplinarität zunimmt. Wie das zustande kommt, ist damit noch nicht gesagt. Zum Beispiel findet sich der Umstand, dass sich fast in allen Disziplinen kontinuierlich über das letzte Jahrhundert hinweg die Autorinnen- und Autorenzahlen erhöht haben. Das ist ein ganz einfacher Umstand. Im Jahr 1920 sind die meisten Artikel von einer Person verfasst worden. In der Gegenwart finden wir in verschiedenen Journals, in der Psychologie eher noch als in der Philosophie, vielfach Artikel, die von Gruppen verfasst worden sind. Ich habe das mal für das Journal Psychological Research nachvollzogen. Dort finden wir tatsächlich im Jahr 1920 ungefähr 1,2 Autorinnen und Autoren im Durchschnitt. Heute im Jahr 2021, also vor zwei Jahren, finden wir 3,5 Autoren im Durchschnitt. Das kann also auch ein Artefakt sein. Die Interdisziplinarität hängt dann davon ab, wie man begreift, wer einer Disziplin zugehört und weswegen. Also da muss man auch etwas vorsichtig sein. Das ist erstmal der Grundbestand, von dem wir ausgehen können. Aber wie können wir Interdisziplinarität begreifen? Und dazu müssen wir natürlich eine Idee von Disziplinen haben und wie man die organisieren kann. Eine Möglichkeit, das zu organisieren, findet sich eben, indem man Zitationsmuster analysiert. Und das ist jetzt hier so, dass im letzten Jahrzehnt von einer Gruppe von Autorinnen und Autoren das Projekt unternommen wurde, in einem großen Stil wissenschaftliche Artikel als Datengrundlage aufzufassen, um festzustellen, wie diese Artikel zueinander im Verhältnis der Zitation stehen und sich entsprechende Muster ergeben, die sich dann als disziplinäre Gefüge identifizieren lassen. Das heißt, was Sie hier jetzt sehen, ist so etwas wie eine Karte, die ausdrückt, wie nah oder wie fern einander verschiedene Disziplinen stehen. Entscheidend ist jetzt für diese Untersuchung von Raffles und Kollegen,
dass wir keine philosophischen Themen im Spezifischen berücksichtigt finden. Wir finden die Psychologie zumindest, das ist die kleine runde Kugel, der kleine runde Kreis am linken unteren Rand. Und da können wir uns zumindest vorstellen, wie es möglich ist, interdisziplinäre Beziehungen zu kartieren, eine Bestimmung vorzunehmen. Und hier sehen wir eben, dass die Disziplin der Psychologie im englischen Diskurs ja unterschieden wird von Cognitive Sciences als einem leicht verschobenen Diskurs. Aber die Nähen bestehen hier viel eher zu Social Studies als zu Physics, auch wenn es durchaus Beziehungen geben kann, was hier an der Stärke, an der Farbstärke der verbindenden Linien auch identifiziert wird. Also Disziplinen und Interdisziplinarität können durch verschiedene Beschreibungsmuster dargestellt werden, die uns die Scientometrie bereitstellt. Die beiden Grafiken, die Sie auf der rechten Seite sehen, stellen jetzt Zitationsmuster in Institutionen wider. Das ist die London School of Economics. Da sehen Sie, dass die Veröffentlichungszahlen, und das ist durch die Größe der Kreise repräsentiert, für die Disziplin, die wir im unteren Teil dieser Disziplinengrafik finden, deutlich größer sind, deutlich häufiger vertreten sind. Wir finden an der London School of Economics wenig Geosciences oder Infectious Diseases vertreten. Das scheint offensichtlich zu sein. Der Schwerpunkt ist bei Business and Management und bei Economic Politics und Geography. Das Georgia Tech Institute findet sich demgegenüber auf der rechten Seite unserer Karte häufiger vertreten. Dort finden wir keine Cognitive Sciences und keine Clinical Medicine. So kann man also auch mit Hilfe einer entsprechenden Darstellung Diskurse repräsentieren. Wenn wir jetzt mal also eine Institution wie eine Universität oder eine Gesellschaft verstehen als etwas, das im eigenen Zitationsverhalten oder im eigenen Publikationsverhalten sich in diese Struktur einfügen lässt. Und da kann man dann eben fragen, was ist die Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie, wenn man die Publikationen aller Mitglieder der letzten Jahrzehnte hier zusammenfassen würde, was würde sich da für ein Muster ergeben und in welchen Diskursen ist man hier vertreten, wenn das eine entsprechende Karte wäre. Ich möchte Ihnen, indem ich das hier vorstelle, einfach nur den Hinweis darauf geben, so lässt sich über Interdisziplinarität sprechen. Diese empirischen dieses Handwerkszeug haben wir an der Hand, um diesen Diskurs zu erschließen. Eine ähnliche Möglichkeit finden wir hier in einem Projekt, das der australischen staatlichen Wissenschaftsförderung Daten abgewonnen hat, um sie auszuwerten. Was wir hier finden, sind 18.000 staatlich geförderte australische Untersuchungen aus Disziplinen, die entweder aus dem STEM- oder dem Non-STEM-Bereich stammen, also aus dem naturwissenschaftlich-mathematisch-ingenieurswissenschaftlichen Zusammenhang auf der einen Seite oder aus dem anderen Zusammenhang. Auf der linken Seite sehen wir den Non-STEM-Bereich. Und was Sie sehen, ist links unten Philosophy and Religious Science und oben in der Mitte Psychology and Cognitive Science. Da sehen wir ebenfalls wieder Bezugsmuster zwischen diesen Projekten, in dem also Projektanträge ausgewertet wurden, 18.000 Projektanträge ausgewertet wurden, um zu sehen, wie stark die interdisziplinäre Beziehung ist. Im Gegenteil zur vorherigen Grafik finden wir jetzt hier also erstmal eine Kategorisierung, zu sagen, Psychologie und Philosophie sind Non-STEM-Disciplines und haben in der Hinsicht also eine Gemeinsamkeit, wobei vielleicht auch die eine oder der andere behaupten würde, dass Psychologie durchaus eine STEM-Wissenschaft wäre. Darüber lässt sich eben diskutieren, zumindest aber eine Naturwissenschaft. Jetzt sehen wir aber auch hier eine ausgesprochen schwache Verbindung zwischen den beiden. Ja, die stärkeren Beziehungen sind für die beiden jeweils, also für die Philosophie ist der Bezug stärker zu Studies in Human Societies und für Psychologie ist der Bezug stärker zu Commerce, Management, Tourism and Services oder zu Education. Diese Untersuchung hat in diesen 18.000 Projekten also keine besonders ausgeprägte Interdisziplinarität gefunden. Und wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite schauen, sehen wir eben nicht nur die
Non-STEM-Disziplins, wie auf der linken Seite, sondern wir sehen alle Disziplinen vertreten, sowohl die naturwissenschaftlich, ingenieurswissenschaftlich, mathematischen Disziplinen, als auch diejenigen, die davon nicht betroffen sind. Und hier sehen wir ebenfalls, dass die Philosophie in den STEM-Bereich keine besonders starken Beziehungen herstellt, während es für die Psychologie ein bisschen günstiger ist, weil sie eben zum Medical and Health Sciences eine starke Verbindung sieht. Also Frage danach, was die Psychologie für eine Disziplin sei, ob sie eine Naturwissenschaft oder eine Sozialwissenschaft, eine Humanwissenschaft, eine Erfahrungswissenschaft oder eine Geisteswissenschaft sei, lässt sich eben auch so beantworten, zu sagen, sie hat zu den STEM-Wissenschaften eine stärkere interdisziplinäre Beziehung, wie sich an ihren Zitationsmustern erkennen lässt, als die Philosophie zum Beispiel oder andere Non-STEM-Disciplines. Wie lässt sich darüber hinaus in diesem Zitationsmuster auch noch von der Beziehung zwischen Disziplinen sprechen? Was wir hier jetzt finden, sind aus einer Forschungsgruppe um Tomov und Mutatov aus den 90er Jahren eine Beschreibung durch reziproke Zitationen. Also nicht zu sagen, wir finden in der Philosophie Bezüge auf die Psychologie, und umgekehrt als einen einzigen Pfad ausgedrückt, sondern Pfade in die eine und in die andere Richtung. Zu sagen, die Andrologie hat stärkere Zitationen, bezieht sich häufiger auf die Endokrinologie als umgekehrt, ist das, was hier ausgedrückt wird. Also die Endokrinologie ist mit der Andrologie durch einen gestrichelten Pfeil verbunden, weil es weniger Zitationen gibt. Und genau diese Frage habe ich mich jetzt auch mal gefragt für unsere Disziplin. Das ist jetzt hier rechts sind meine eigenen Daten. Ich habe Web of Science, eine Web of Science Suche durchgeführt, bei denen ich also alle Einträge für Philosophie und alle Einträge für Psychologie als englischsprachige Suchanfragen aufgerufen habe und habe also im Web of Science in dieser Artikeldatenbank 147.000 Einträge zum Schlagwort Philosophie gefunden und 500.000 Einträge zum Schlagwort Psychologie und konnte jetzt schauen, wie oft jeweils die vom Web of Science zur Verfügung gestellten Klassifikationen der zitierten Artikel angegeben sind. Und wir finden, dass die philosophischen Texte in 7.481 Fällen als psychologisch identifizierte Artikel Bezug nehmen. Umgekehrt die Psychologie aber nur in 3.181 Fällen Bezüge auf die Philosophie vornimmt. Das heißt, in 5% aller philosophischen Texte wird auf dezidiert psychologische Quellen verwiesen, aber nur in 0,6% aller psychologischen Texte, also in einem von 200 Texten, auf philosophische Texte. Das heißt, wir haben eine gewisse Asymmetrie. Die Philosophie bezieht sich häufiger auf die Psychologie als umgekehrt. Damit ist noch nicht gesagt, auf welche Teildiskurse, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die Psychologie sich häufiger auf neuropsychologische Befunde in der Willensfreiheitsfrage, sagen wir mal zum Beispiel, bezieht als umgekehrt. Aber das Muster ist schon mal etwas, was in den vorherigen Darstellungen noch nicht so klar zum Vorschein gekommen ist. Jetzt möchte ich mich auf eine Teildisziplin der Philosophie beziehen. Diese Teildisziplin ist die Wissenschaftstheorie und das ist sicherlich eine von herausragender Bedeutung. Die Wissenschaftstheorie ist eine philosophische Teildisziplin und es ist recht schwierig zu sagen, was die Summe aller philosophischen Teildisziplinen ist. Bei Hannes haben wir eben schon einen Vorschlag für Dreiteildisziplinen gehört und die Psychologie ist eben eine davon. In diesem Fall haben wir jetzt eine Untersuchung von McLevy von vor 5 Jahren, bei der auch wieder Zitationsmuster untersucht wurden. Was finden wir hier? Auf der linken Seite sehen Sie erstmal den rosa oder rot hervorgehobenen Bereich. Sie kennen diese Art von Grafik, wenn Sie sich die Wählerbewegungen zwischen Wahlen anschauen. Da sehen Sie die Abwanderer und die Zuwanderer und so weiter und so fort. Also wird es zum Beispiel beschrieben, wie sich die Wahlgruppierungen zwischen der Bundestagswahl vor 5 Jahren und vor einem Jahr verändert haben.
Und das ist jetzt hier eine Anwendung dieses Typs von Grafik auf einen Wissenschaftsdiskurs. Wir konzentrieren uns einfach mal nur auf den rosafarbenen Bereich links unten. Das ist unser Ausgangspunkt. Das sind 24.000 Texte der Wissenschaftstheorie, die in den unten gelisteten Journals veröffentlicht worden sind. Und jetzt ist die Untersuchung, wer zitiert diese Texte? Und das finden wir auf der rechten Seite. Und das sind 140.000 Texte, die diese wissenschaftstheoretischen Texte zitiert haben. Was finden wir jetzt im grauen Bereich links oben? Das sind die anderen Texte, die von den Texten zitiert worden sind, die auch die wissenschaftstheoretischen Texte zitiert haben. Die Grafik also ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber Sie sehen im Kern eine Sache. An der sechsten Stelle auf der rechten Seite sehen Sie die Psychologie. Und jetzt haben wir einen Transfer von philosophischer Wissenschaftstheorie zur Psychologie. Und da können wir sehen, diese Verbindung ist nicht allzu schwach. Wir haben weniger Zitationen in der Chemie zum Beispiel, einen sehr kleinen Teil, der Bezug nimmt auf den wissenschaftstheoretischen Diskurs. Der psychologische Anteil ist hier durchaus noch der stärkste Anteil. Das heißt, unter wissenschaftstheoretischen Konzepten finden wir noch immer eine recht starke Berücksichtigung in der Psychologie. Und da sehen wir doch einen zumindest geringfügigen Hoffnungsschimmer. Welche Art sind jetzt aber diese wissenschaftstheoretischen Texte? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Das können messtheoretische Texte sein, das können Texte sein, die wissenschaftshistorisch sind, das können eben auch Texte sein, die zum Beispiel die Paradigmen des kritischen Rationalismus, des logischen Empirismus beschreiben. Es ist nicht eindeutig, was wir hier für eine Zuordnung vornehmen können. Aber zumindest lässt sich grundsätzlich sagen, dass sich der wissenschaftstheoretische Diskurs der Philosophie in der Psychologie offenbar, zumindest aus dieser Literaturrecherche hier hervorgehend, eines gewissen Interesses erfreut, wenn wir es vergleichen mit anderen Disziplinen, wie den STEM-Disziplinen, die wir da drunter sehen. Chemistry, Biology, Physics haben einen deutlich geringeren Bezug auf die Wissenschaftstheorie. Jetzt möchte ich Ihnen nochmal eine größere Spezifikation davon geben, wovon handeln denn eigentlich inhaltlich Texte, die Philosophie und Psychologie gleichermaßen thematisieren. Ich will jetzt Ihnen nochmal eigenes Datenmaterial vorstellen, indem ich wieder eine Literaturrecherche durchgeführt habe. Was habe ich gemacht? Ich habe alle 11.000 Einträge im Web of Science isoliert, die als Keywords sowohl Philosophie als auch Psychologie enthalten. Also Texte, die sich als philosophisch und psychologisch identifizieren lassen, durch ihre thematische Zugehörigkeit. Und jetzt habe ich all die Abstracts genommen, dieser Texte, all die verfügbaren Abstracts, und habe da eine Frequenzanalyse durchgeführt, um zu schauen, welche Wörter am häufigsten vorkommen. In diesen 11.000 Abstracts habe ich alle Wörter isoliert, die häufiger als 250 Mal vorkommen, und habe dann das gemeinsame Auftreten dieser Begriffe geclustert, also gruppiert, um zu schauen, welche Muster sich ergeben, welche Begriffe treten häufiger zusammen auf, also im selben Abstract häufiger auf, und welche nicht. Und daraus ergibt sich jetzt diese Grafik, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlich wirken muss, aber ich will sie mal beschreiben. Also es ist eine Untersuchung von 11.533 Abstracts, in denen die Begriffe Philosophy und Psychology gemeinsam auftreten, und der Abstand zwischen den Begriffen repräsentiert, wie häufig sie zusammen auftauchen oder eben also es gibt die beiden Faktoren für diesen Typ von Repräsentation, Attraction und Repulsion. Je seltener die Begriffe auftreten, desto weiter sind ihre Cluster voneinander entfernt. Und hier finden Sie also verschiedene Begriffe, die ich jetzt in sechs Cluster aufteilen konnte. Und interessant ist es, dass sich dabei ein gewisses Muster abspielt. Also
Wir sehen im oberen Teil der Grafik, ich habe es jetzt hier mit der Windrose repräsentiert, mit dem Kompass repräsentiert. Oben sehen wir methodisch-praktische Begriffe und demgegenüber theoretische Begriffe. Also diese Diskurse werden oft getrennt verhandelt. Das sehen wir eben auch ganz typisch, das könnte man auch genauso in der Psychologie erwarten. Die theoretischen Diskurse finden nicht unbedingt in enger Verbindung mit den praktischen Erhebungen statt. Also wenn wir jetzt hier mal das rote Cluster sehen, was das größte Cluster ist, haben wir Begriffe wie Study, das war der häufigste Begriff überhaupt. Also in diesen 11.000 Texten, die ich da untersucht habe, kommt am häufigsten das Wort Study vor. Da finden Sie Begriffe wie Result, Measure, Relationship und so weiter und so fort. Texte, Questionnaire, die wir oft mit empirischen Untersuchungen in Verbindung bringen. Das grüne Cluster ist das, was am stärksten mit der theoretischen Sprache in Verbindung zu bringen ist, leicht zu identifizieren, denn in diesem Cluster war das häufigste Wort Theory, aber Sie finden auch Begriffe wie Model, Concept, View, Distinction, Account oder Dinge, die vielleicht eher im theoretischen Kontext erwähnt werden, wie Mind, Cognition oder Brain. Das ist hier die Nord-Süd-Unterscheidung. Gleichzeitig scheint es mir so zu sein, dass wir im Westen hier auf der linken Seite Begrifflichkeiten finden, die die Objektsprache einer Untersuchung bestimmen. Sagen wir mal, das dunkelblaue Cluster, was Sie hier sehen, Begriffe wie Person, Life oder das gelb senffarbene Cluster, Practice, Society oder Begriffe, die wir aus der Entwicklungspsychologie kennen, Parent und Child. Hier haben wir übrigens auch noch die Begriffe, die aus dem klinischen Bereich kommen, wie Treatment. Auf der anderen Seite haben wir metasprachliche Begriffe, die sich häufiger generalisieren lassen, zum Beispiel eben Research, Evidence, Problem und so weiter und so fort. Also wir finden allerdings etwas, ich habe so eine Analyse schon einmal durchgeführt, eben in dem Kontext, den ich vorhin erwähnt habe, in einem psychologischen Journal. Und da war ein Detail auffallend. Es gab kein eigenes Theoriecluster. Die Begriffsverwendung, die Häufigkeit von Begriffsverwendung für Wörter, die zum Themenbereich Theorie gehören, waren nicht groß genug, um sich im Cluster abzuzeichnen. Das heißt, was den philosophisch-psychologischen Mischdiskurs, ich will jetzt noch nicht interdisziplinär oder transdisziplinär sagen, auszeichnet, ist, dass Theorie ein wesentlicher Bezugspunkt ist. Was man in den teildisziplinären Untersuchungen der Psychologie nicht so häufig findet. Und das ist vielleicht auch für die anwesenden Philosophinnen und Philosophen erstmal verwunderlich. Ja, Psychologie kann eine Wissenschaft sein, die sich ohne einen substanziellen Theoriediskurs über Wasser hält und strukturiert und gestaltet. In diesem Teildiskurs Philosophie und Psychologie scheint es demgegenüber durchaus so zu sein, dass wir sowohl empirische Teile als auch theoretische Teile finden, sowohl Meta- als auch Objektsprache. Das hätten wir auch anders erwarten können. Wir könnten hier nur Theorie erwarten, dann wäre Philosophie und Psychologie nichts anderes als historische Untersuchung von psychologischen Entwicklungen. Oder wir könnten nur Metasprache entwickeln. Aber zumindest ist es offenbar so, dass wir hier einen Mischdiskurs vorliegen haben, der nicht so leicht geclustert werden kann. Das war jetzt der erste Teil meines zweiten Teils unseres Vortrags. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas vorstellen, indem wir noch konkreter werden. Und jetzt möchte ich inhaltlich werden. Meine Zielsetzung für den zweiten Teil meines Teilvortrags ist es, die Kooperation und Interaktion zwischen Philosophie und Psychologie in einer Struktur zu beschreiben, die ich ein Feld nennen möchte, ein Diskursfeld. Und die Frage ist, welche Strukturmerkmale hat dieses Diskursfeld? Und da sage ich jetzt erstmal rational, also aus meiner eigenen Reflexion heraus. Das können wir aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. Zum Beispiel aus der Wissenschaftssoziologie können wir sagen, in der Regel werden Diskurse von Personen durchgeführt. Oder es gibt eben die Diskurse selbst. Wir können sagen, es gibt einen pädagogisch-psychologischen Diskurs und so weiter und so fort. Oder es gibt Traditionen, Schulen. Das sind alles für mich wissenschaftssoziologische Kategorien.
Dann gibt es aber auch die verschiedenen Teildisziplinen. So wie ich vorhin gesagt habe, da würde ich eben sagen, es ist keine Frage von einem bloßen historischen Zufall, dass wir differenzielle Psychologie und allgemeine Psychologie unterscheiden, sondern da entsteht eine gewisse strukturelle Notwendigkeit, die sich aus dem Gegenstandsfeld des Faches ergibt. Und das muss man vor allen Dingen thematisieren aus der Perspektive der Wissenschaftstheorie. Und zuletzt, und das ist das Entscheidende und auch der Bezug zu dem Mittelstraß-Zitat, es geht um die Probleme, die die Wissenschaften zusammen thematisieren können. Und das ist für mich eine Frage der Ideengeschichte. Ideengeschichte ist eine der Formen, Wissenschaftsgeschichte zu betreiben. Das ist sicherlich unterschieden von chronologischer Geschichtsschreibung. Bei der Ideengeschichte geht es immer um die Frage, was verbindet die verschiedenen Epochen hinsichtlich der Probleme, die sie aufwerfen. Und deswegen ist der Schlüsselbegriff eigentlich hier jetzt auch, und derjenige, auf den ich zusteuern möchte, ist, welche Probleme hat der Diskurs der Philosophie und Psychologie verbindet? Wie kann man sich dem annähern? Ich habe einfach mal einen Zugang gewählt, der sich ganz sicher methodisch diskutieren lässt, der auch überhaupt keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt. Aber worum es mir ging, ist bei Punkt 1 anzufangen. Wer sind die Personen, die Philosophie und Psychologie betreiben? Und da wollte ich nicht sagen, ja, wer fällt mir denn ein? Sondern ich habe den folgenden Ansatz gewählt. Ich habe zwei Bücher ausgewählt, die zu diesem Diskurs gehören. Eine deutschsprachige Publikation, Philosophische Psychologie um 1900 von Tom Kessel, den vielleicht vor einigen hier ein Begriff ist, dieser Band, und dann ein Wiley-Buch, Theoretical and Philosophical Psychology. Was habe ich gemacht? Ein Teil von Büchern, der vielleicht oft nicht genutzt wird, ich habe mich ins Personenregister begeben. Hinten finden Sie Sachregister und Personenregister in beiden Bänden. Und ich habe jetzt die Personenregister also extrahiert und habe alle Personen genommen, die häufiger als 3 Erwähnungen haben. Ja, Sie finden die Seitenzahlen und ich habe jetzt einfach ein Kriterium, das ich relativ willkürlich konstruiert habe, gesagt, mehr als 3 Erwähnungen führt dazu, dass ich Sie, Leute, hier in die Liste aufnehme. Und aus diesen beiden Büchern finden sich in Summe also 68 Personen, die mehr als 3-mal erwähnt werden. Und das ist jetzt hier einfach mal der Versuch, auf Grundlage der natürlich der Personen, die diese Texte geschrieben haben, aber nach meinen Begriffen ein heterogenes Feld. Da sind jetzt nicht nur Phänomenologinnen und Phänomenologen, die ihre Texte geschrieben haben, sondern da finden sich durch die Bank einige Perspektiven vertreten und da sehen Sie eben 68 Klassiker. Ich erwähne jetzt noch, dass ich Aristoteles ausgeschlossen habe, weil meine Grafik dann nicht funktionieren würde, denn es würde so zusammengestaucht werden mit den mit der Lebensdauer der Person. Und natürlich ist es auch klar, im Jahr 2023 sind jetzt nicht alle 15 unteren Personen verstorben, nein, ich habe es eben nur bis dahin gezeichnet. Ja? Also da leben jetzt auch noch einige Leute dabei. Die älteste Person, die jetzt hier dabei ist, ist René Descartes. Und dann sehen Sie jetzt die Liste, die ich nicht vorlesen werde, nimmt hier ums Jahr 1900 klar zu. Methodenartefakt, wir reden über philosophische Psychologie um 1900. Natürlich könnte man auch früher noch Personen finden. Aber das ist jetzt einfach mal ein Grundstock an 68 Leuten, die man vermutlich für die philosophische Psychologie für relevant erklären könnte. Heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich interdisziplinäre Forscherinnen und Forscher gewesen sind. Wie können wir jetzt über diesen Satz von Personen sprechen? Das Erste, was ich gemacht habe, ist einfach mal zur Orientierung zu sagen, wer von diesen Menschen hat denn experimentelle Arbeit durchgeführt und wer nicht? Und da finden wir tatsächlich ungefähr Hälfte, Hälfte. Man könnte erwarten, dass René Descartes und seine Zeitgenossen eben keine experimentelle Arbeit durchgeführt haben und dafür die Leute in der Gegenwart mehr. Aber nein, es findet sich tatsächlich ein gestreutes Muster. Jetzt kann man hierüber auch wieder diskutieren. Sicherlich ist es so, dass es in einigen Fällen fragwürdig ist, ob es vielleicht bei Herbart Experimentaluntersuchungen gegeben hat und ob die von Fechner schon im vollen Sinne experimentell gewesen sind. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Aber die Frage ist, was sind die Merkmale von diesem Datensatz? Und etwas nutzbringender habe ich folgende Kategorisierung empfunden, und zwar zu fragen, wofür sind diese 68 Personen in ihrem Lebenswerk oder in ihrem bisherigen Werk bekannt, zu welchem Diskurs gehören sie?
Und da habe ich die folgenden 14 Diskurse identifizieren können und sie einfach mal nach Häufigkeit sortiert. Wir finden zum Beispiel 13 Leute, die im weiteren Sinne zur Phänomenologie gehören. Und da möchte ich betonen, im weiteren Sinne. Da werden Sie jetzt zum Beispiel sagen, warum ist Sven Brinkmann, der jüngste Vertreter der Liste hier, ein Phänomenologe, wenn Sie wissen, dass die Kopenhagener Schule der qualitativen Interviewanalyse gar nicht mehr so stark phänomenologisch arbeitet in der Gegenwart wie noch vor 50, 60 Jahren. Das ist jetzt einfach nur mal die Bemühung darum zu sagen, wir identifizieren bestimmte Motive, die den philosophischen und psychologischen Diskurs miteinander verbinden. Da finden Sie jetzt ein paar Begriffe, die ja sehr aus der Philosophie kennen, andere Begriffe, die Sie aus der Psychologie kennen. Zum Beispiel der Begriff Denkpsychologie ist ganz klar ein psychologischer Begriff. Der Begriff Phänomenologie ist jetzt vielleicht eher den Philosophinnen und Philosophen im Allgemeinen ein bekanntes Wort. Und jetzt mache ich das Folgende. Jetzt haben wir diese Diskurse und die möchte ich ordnen, denn das ist eine heterogene Gruppe von Begriffen. Wir haben so Begriffe wie klinische Psychologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier Politik und Gesellschaft erwähnt. Also es gibt einige der Autoren, wie ich jetzt zumindest in meiner Kategorisierung Charles Taylor, der hier auch vorgekommen ist, oder Michel Foucault, den ich der Kategorisierung Politik und Gesellschaft zugeordnet habe. Also ein Motiv ihres Schaffens, für das sie bekannt geworden sind. Es geht es mir nicht darum, dass dieses Mapping 1:1 perfekt passt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, einen Anhaltspunkt zu haben und zu fragen, was sind die Strukturen, die sich hierin abbilden? Und nach meinen Begriffen finden wir drei Klassen. Wir finden Traditionen, Forschungstraditionen, wir finden Teildisziplinen der beiden Disziplinen, die wir hier haben, und wir finden Probleme. Und ich würde es folgendermaßen zuordnen. Die Traditionen sind Phänomenologie, Postkantianismus, Assoziationismus, Denkpsychologie, Psychoanalyse, Pragmatismus und Rationalismus. Teildisziplinen wären Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte, Physiologie, Psychophysik, klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie. Und die Probleme wären Politik und Gesellschaft, Messtheorie. Und das wiederum würde ich jetzt als spezifisch philosophisch und spezifisch psychologisch nochmal aufteilen. Dabei habe ich jetzt die Wissenschaftsgeschichte aufgeteilt in Philosophiegeschichte und in Psychologiegeschichte. Was Sie sehen, ist, dass ich eine rote Linie bei den Problemen gezogen habe. Und das ist sicherlich der entscheidende Punkt. Dass ich jetzt nicht sagen würde, es gibt dezidiert ausschließlich philosophische oder psychologische Probleme, sondern die Probleme können aus beiden Perspektiven konfrontiert werden. Und die Liste habe ich jetzt einfach mal rational vervollständigt, damit wir, um ein Modell zu haben, jeweils vier Traditionen haben, jeweils vier Teildisziplinen und 8 Probleme. Das sind vollkommen beliebig, Sie wissen, aus welchen Kontexten ich das hergeleitet habe, aber es ist einfach nur mal ein Anhaltspunkt, um zu sagen, in welchem Raster, und das ist jetzt das Wort, was ich im Folgenden verwenden werde, können wir uns verorten, wenn wir über Philosophie und Psychologie sprechen. Mein Ziel ist es, ein Raster des Diskurses aufzustellen. Und dabei finden sich jetzt zwei Muster, wie wir in diesem Raster operieren können. Wir nehmen nur die Seite Philosophie, Psychologie, Tradition und Teildisziplin. Und das ist etwas, was man beschreiben kann als eine Vierfeldertafel. Das nennen wir eine Vierfeldertafel. Das ist das Gleiche nochmal. Da sehen Sie die Tradition, die Teildisziplin in den senkrechten Kategorien und Philosophie und Psychologie in den waagerechten Kategorien. Und was ist jetzt möglich? Möglich ist nach meinen Begriffen von Interdisziplinarität zwei Fälle. Das erste ist Interdisziplinarität bei Mittelstraß und das andere ist Transdisziplinarität bei Mittelstraß. Interdisziplinarität ist rot, das nenne ich jetzt Kooperation, und Transdisziplinarität ist blau, das nenne ich Interaktion. Kooperation findet statt, wenn eine Tradition zum Beispiel der Philosophie mit einer Tradition der Psychologie zusammenarbeitet. Sagen wir mal, hier am Beispiel, Pragmatismus findet sich im Behaviorismus. Zum Beispiel haben James und Watson eine fruchtbare Beziehung angegangen. Dabei ist James als Pragmatiker oder Pragmatist Philosoph geblieben und Watson ist als Behaviorist Psychologe geblieben. Das können wir auch auf der Ebene der Teildisziplinen finden. Zum Beispiel kann man entwicklungspsychologische Befunde epistemologisch interpretieren. Epistemologie als Teildisziplin der Philosophie, Entwicklungspsychologie als Teildisziplin der Psychologie. Da würde man sagen, der Fall ist zum Beispiel Jean Piaget, den kennen wir von dem Entwicklungsstadiummodell des Kindesalters, und der wurde interpretiert von
von Glasersfeld, der ein wichtiger konstruktivistischer Forscher ist, der eben das Ganze, was Piaget erforscht hat, philosophisch kommentiert hat. Das ist die erste Form von Interdisziplinarität. Die zweite Form von Interdisziplinarität ist, wenn wir zum Beispiel mit einer philosophischen Tradition in einer psychologischen Teildisziplin arbeiten. Das wäre zum Beispiel, einen phänomenologischen Ansatz in der Persönlichkeitspsychologie zu entwickeln, wie es zum Beispiel Albert Welleck getan hat. Das wäre jetzt für mich ein Beispielsfall für Transdisziplinarität. Oder zu sehen, wie die psychologische Teildisziplin der Gestaltpsychologie oder sagen wir mal der Wahrnehmungspsychologie in die Philosophiegeschichte gewirkt hat. Auch wieder jetzt die Gegenrichtung, jetzt geht es nicht um die psychologische Teildisziplin, sondern um die psychologische Teildisziplin, und sie wirkt auf die Philosophie. Das sind die Muster, die sich hier ergeben. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Abstraktionsschritt. Und zwar können wir das Ganze, was wir jetzt hier vorfinden, nicht nur in dieser Vierfelder-Tafel repräsentieren, sondern wir können es auch in einem Graphen repräsentieren, indem wir die 8 eben kennengelernten Teildisziplinen und 8 Traditionen zuordnen. Jetzt habe ich hier die Tradition unten abgeschnitten, aber ich glaube, es ist klar, was wir hier sehen. Also auf der X-Achse sehen Sie die Traditionen, erst die 4 psychologischen Traditionen, dann die 4 philosophischen Traditionen. Auf der Y-Achse, auf der Abszisse sehen Sie die 4 psychologischen Teildisziplinen und dann die 4 philosophischen Teildisziplinen. Wenn wir jetzt mit einer philosophischen Tradition in einer philosophischen Teildisziplin arbeiten, haben wir disziplinäre Arbeit. Wenn wir mit einer philosophischen Tradition in einer psychologischen Teildisziplin arbeiten, haben wir interdisziplinäre Arbeit. Jetzt habe ich aber 2 Fälle von Interdisziplinarität unterschieden. Kooperation und Interaktion. Also Jürgen Mittelstraß, schwache Interdisziplinarität heißt Kooperation. Jürgen Mittelstraß, starke Interdisziplinarität heißt Interaktion. In diesem Schema könnte man Kooperation zum Beispiel so beschreiben. Das ist das Beispiel von William James und Watson, also den Behavioristen. Da sehen wir William James' Beitrag zum Pragmatismus hier in der 6. Spalte sozusagen, und da sehen wir Watsons Beitrag zum Behaviorismus in der 1. Spalte. Jetzt habe ich es mal nicht darauf hin spezifiziert, in welcher Teildisziplin sie gewirkt haben. Und jetzt nehmen wir das nächste Beispiel, jetzt sehen wir den Interaktionsfall, und das kann man so darstellen, ja. Das ist also die Idee, dass hier Albert Welleck in der Persönlichkeitspsychologie phänomenologisch gearbeitet haben. Das ist jetzt also ein anderer Fall. Gut, soweit gut. Das ist jetzt die Abstraktionsebene, auf der ich operieren möchte. Und als letzte vollkommen also spielerische Umgang mit diesem Konzept, um Interdisziplinarität zu konkretisieren, ist zu sagen, wie kommen die Probleme ins Spiel? Und ich habe vorhin 8 Probleme vorgestellt. Und das ergibt natürlich Sinn, das jetzt in der 3. Dimension darzustellen. Und so ergibt sich dieses Schaubild, das ich gleich nochmal verdeutlichen möchte. Also wir haben jetzt unten auf der Planenebene die Grafik, die Sie eben schon gesehen haben. Und jetzt haben wir in der Vertikale unsere 8 Probleme. Ja, es ist genau das System, was wir eben schon abgebildet haben. Und in diesem System lässt sich jetzt eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit darstellen. Und dabei habe ich mir mal einen Fall überlegt, der Positivismusstreit, den Hannes vorhin erwähnt hatte. Also ein Streit, in dem im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert eine ganze Reihe von Psychologinnen, Philosophinnen und so weiter und so fort beteiligt gewesen sind, aus verschiedenen Traditionen und mit verschiedenen Ansprüchen. Und jetzt kann man in so einem Diskurs sowohl Fälle von Kooperation identifizieren und von Bezügen. Man kann jetzt also die verschiedenen Kugeln, die Sphären, die ich hier abgebildet habe, entsprechend einfärben.
Und um die um es zu erleichtern, das, das zu sehen, habe ich es auch noch als Animation erstellt. Da sehen Sie, so könnte man es darstellen. Das ist natürlich jetzt nur eine Spielerei und zum Abschluss meines Präsentationsteils wollte ich es Ihnen jetzt nochmal so darstellen. An diesem Punkt möchte ich also resümieren. Interdisziplinarität ist keine Kleinigkeit. Es ist ein Diskurs, den man erstmal begreifen muss, wie er komponiert ist. Man kann nicht einfach eine Philosophin und einen Psychologen in einen Raum setzen und dann klappt das schon irgendwie. Wir haben verschiedene Hürden, die wir dabei überwinden müssen. Aber was überhaupt erst möglich ist, ist letztlich die Frage, wer kann da überhaupt miteinander sprechen? Da können eben Vertreter von Traditionen miteinander sprechen, da können Vertreterinnen von Teildisziplinen miteinander sprechen und man kann über Probleme diskutieren. Und das scheint mir eben der entscheidende Punkt zu sein. Wenn es also hier auf dieser Tagung darum geht, dass wir uns als eine interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft konstituieren, dann ist von entscheidendem Interesse, und das ist sicherlich das Fernziel des Kollegs, gemeinsame Probleme zu identifizieren. Die kann man nicht willkürlich konstruieren und man muss eben sehen, wie man diesen Diskurs organisiert. Die Komplexität ist, dass diese Probleme verschränkt sind und dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich begriffen werden können. Mit diesem Raster hier, mit diesem Raster der Interdisziplinarität, wollte ich einfach nur mal einen Anhaltspunkt geben, um begreifbar zu machen, was es überhaupt bedeutet, interdisziplinär zu forschen. Ich glaube, dass das im nahtlosen Anschluss an den philosophischen Aufriss gelungen ist, den Hannes uns am Anfang gegeben hat. Vielen Dank.